Herzlich willkommen bei HotZell. Mein Name ist René Schlöter, Projektmanager, und heute zeige ich Ihnen das D-System. Das D-System ist ein mobiles Analysegerät für zum Beispiel Spritzgießverarbeiter, Werkzeugbauer oder Gerätehersteller. Überall da, wo das Medium Wasser zum Einsatz kommt, treten Probleme, Störungen oder Fragen auf. Das D-System hilft Ihnen dabei, diese Probleme zu finden und zu lokalisieren. Hierfür werden 5 unterschiedliche Messdaten aufgezeichnet und über eine Kurz- oder Langzeitmessung gespeichert. Das D-System besteht lediglich aus einem akkubetriebenen Display und einem Messmodul. In den folgenden Videos zeigen Ihnen das D-System im Detail. Von den Anschlüssen bis hin in die Einbindung des Messobjektes, in die Bedienung des Gerätes, Anzeige der Messdaten und die Analyse. An der Unterseite befinden sich mehrere Anschlüsse. Ein Netzwerkanschluss zur Einbindung in Ihren lokalen Netzwerk, der USB-Anschluss zum Speichern der Daten, die Spannungsversorgung, die Verbindung zum Messmodul und die Ein- und Ausgänge zur Synchronisation, zum Beispiel mit Ihrer Spritzgießmaschine. Am Messmodul selber gibt es nur einen Anschluss für das Display. Ansonsten schließen Sie Ihr Temperiergerät oder Ihre Kühlanlage an der Einspeiseseite an. Das Wasser fließt durchs Messmodul hindurch, gelangt durch zum Beispiel einen Werkzeugkreis und kommt wieder zurück zu Ihrer Einspeisung. Großzügige 3/4 Zoll Innengewinde ermöglichen die Adaptierung auf Ihre Verschlauchung. Sind alle Verbindungen hergestellt, wird Folgendes gemessen. Am Display des D-Systems befinden sich 2 Folientaster. Der eine befindet sich unter dem HotZell-Logo, der ist zum Einschalten des Systems, und der andere befindet sich neben der Akkuanzeige. Hier kann man, wenn das Display eingeschaltet ist, die Kapazität des Akkus ablesen. Das Display ist sehr übersichtlich aufgebaut. Oben links in der Ecke unter dem HotZell-Symbol gelangen Sie von jeder Seite immer wieder zurück zum Startbildschirm. Unter dem Warndreieck finden Sie die Störmeldung und Grenzwertverletzung. Egal auf welcher Seite Sie sich befinden, wenn Sie das i drücken, kommen Sie zu der zugehörigen Seite in der Betriebsanleitung. Die Akkustandsanzeige sagt Ihnen, ob der Akku geladen werden soll oder gerade geladen wird. Die 3 rechten Balken sind das sogenannte Hamburger Menü. Unter diesen Menüpunkten finden Sie alle relevanten Einstellmöglichkeiten. Ganz unten rechts finden Sie die Rückfalltaste und gelangen immer zur vorherigen Seite. Das Menü ist so aufgebaut, dass Sie sich von oben nach unten durcharbeiten können. Im ersten Einstellungspunkt, die Systemeinstellung, befinden sich die Benutzer. Unter dem Benutzer können Sie die Sprache einstellen und den Intervall des Graphens. Die Geschwindigkeit des Graphens dient lediglich der visuellen Anzeige und nicht der Messdaten. Unter dem Menüpunkt Hardware sehen Sie die Angaben zum Messmodul. Die Hardware-Limits auf der linken Seite werden vom Werk aus vorgegeben, die Kalibrierungsdaten ebenfalls. Diese können jedoch vom Benutzer verändert werden. Verändern Sie diese Werte, verändern Sie direkt auch die Messergebnisse. Unter dem Menüpunkt Speichermedium können Sie die Datenloggeschwindigkeit einstellen. Hierzu kommen wir aber später nochmal und gehen tiefer ins Detail.
Unter dem Menüpunkt Uhrzeit und Datum können Sie beides einstellen. Dazu gehen Sie einfach auf das jeweilige Feld und geben die Daten ein. Bestätigen Sie mit OK. Haben Sie das Datum und die Uhrzeit eingegeben, klicken Sie einfach auf die Zeit und Datum schreiben. Unter dem Menüpunkt Zoom haben Sie die Möglichkeit, jeden einzelnen Messwert groß auf dem Display darzustellen. Sie können rechts unten in den Einstellungen ein automatisches Einschalten aktivieren. Wählen Sie dazu im Dropdown-Menü den gewünschten Messwert aus und stellen Sie die Zeit ein. Über die Rückfalltaste gelangen Sie zurück zu dem Hauptmenü. Sie können auch direkt einen Wert anzeigen, indem Sie diesen einfach auswählen. Als Beispiel wird hier die Eingangstemperatur von 20,6 Grad dargestellt und der Hintergrund ist blau. Blau bedeutet Kühlbetrieb, das heißt, das Messobjekt wird gekühlt. Ist der Hintergrund rot, wird das Messobjekt aufgeheizt. Durch Klicken auf die Temperatur gelangt man zurück ins Hauptmenü. Als nächsten Menüpunkt kommt die Prozesseinstellung. Hier haben Sie die Möglichkeit, für jedes Messobjekt einen eigenen Datensatz anzulegen. Wählen Sie dafür den Menüpunkt Neu. Drücken Sie auf das Eingabefeld. Geben Sie Ihren gewünschten Namen ein. Drücken Sie auf OK und speichern Sie. Ihr Datensatz erscheint nun in dieser Menüauswahl. Zur Eingabe der Grenzwerte klicken Sie auf den jeweiligen Wert und geben Sie den Wert ein. Wir haben hier als Beispiel nun für die Temperatur einen Grenzwert von 5 Kelvin zugelassen, indem wir beim Minimumwert 20 und beim Maximumwert 25 eingegeben haben. Das heißt, in diesem Bereich muss sich Ihre Temperatur aufhalten, ansonsten würde eine Grenzwertverletzung ausgelöst werden. Die Überwachung ist immer aktiv. Zum Deaktivieren der Überwachung betätigen Sie den Knopf. Nach der Eingabe der Grenzwerte können Sie diese speichern und müssen Ihren Datensatz noch aktivieren. Ab jetzt gilt die Grenzwertüberwachung. In der Prozessübersicht haben Sie die Möglichkeiten, die Messdaten in 4 verschiedenen Varianten anzuzeigen. Im Schema haben Sie eine Übersicht über die Messpunkte, so wie sie auch im Messmodul zu finden sind. Zusätzlich wird die Energie, das Delta T und das Delta P unten links mit angezeigt. In der Prozessübersicht analog werden die Messdaten grafisch dargestellt. Diese Ansicht ermöglicht Ihnen, ohne Messwerte abzulesen, zu sehen, ob sie innerhalb Ihrer Toleranzen liegen. Hier sieht man direkt an dem Farbcode, ob man sich innerhalb seiner Grenzwerte aufhält oder diese bereits überschritten oder unterschritten hat. Ihre eingestellten Grenzwerte werden hier rot und grün dargestellt. Befindet sich der Zeiger innerhalb des grünen Bereichs, liegen Sie innerhalb Ihrer Prozessgrenzwerte. Ist der Zeiger im roten Bereich, befinden Sie sich außerhalb Ihrer Toleranzwerte. In der Prozessübersicht-Liste werden alle Messdaten tabellarisch dargestellt. Im rechten Bereich sehen Sie ebenfalls anhand der Farbe, ob Sie sich innerhalb Ihrer Toleranzen befinden oder außerhalb liegen. In der Prozessübersicht-Graphen wird der Verlauf der Messdaten als Linie angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Graphen aus. Auf der X-Achse befinden sich die Messpunkte und auf der Y-Achse wird die Temperatur angezeigt. Rechts oben ist der aktuelle Wert. Durch Verschieben der Cursor-Positionen können Sie den aktuellen Wert ablesen. Mit 2 Fingern können Sie in den Graphen hineinzoomen. Dieser Vorgang kann wiederholt werden. Unterhalb des Graphens finden Sie 2 Buttons.
Mit dem linken können Sie zur vorigen Ansicht und mit dem rechten können Sie wieder herauszoomen. Der wohl wichtigste Punkt ist die Analyse. Der Graph ist folgendermaßen aufgeteilt. Ganz links auf der Y-Achse sieht man den Durchfluss, Temperatur und Druck, unten den Messpunkt und rechts den Digitaleingang. Ganz oben ist die Legende zu sehen. Wählt man die Analyse aus, sieht man noch keinen Graphen. Hierfür geht man unten rechts in die Einstellung. Wählen Sie die gewünschten Graphen aus, die Sie anzeigen lassen möchten. Die Anzeigegeschwindigkeit der Graphen kann wieder über das Dropdown-Menü ausgewählt werden. Wenn Sie zum Beispiel eine Spritzgießmaschine an den Ein- und Ausgängen angeschlossen haben, haben Sie die Möglichkeit, den Prozess zu synchronisieren. Aktivieren Sie hierzu den digitalen Eingang. Wird aus prozesstechnischen Gründen dieser Eingang zu kurz gesetzt, können Sie die Zeit auch künstlich verlängern. Aktivieren Sie hierzu die Verlängerung und geben Sie den gewünschten Wert ein. Es besteht die Möglichkeit, den Graphen zu pausieren, wenn das Signal wegfällt. Aktivieren Sie hierzu diese Option. Sind alle Einstellungen getroffen, gehen Sie mit der Zurücktaste in den Graphen. Um eine Kurzanalyse am Display auszuführen, wählen Sie die Pause-Taste. Um den Analysebereich festzulegen, gehen Sie mit dem Cursor dorthin, wo der Bereich starten soll, und drücken Sie die linke Speichertaste. Danach bewegen Sie den Cursor zum Endbereich und drücken die rechte Speichertaste. Der Analysebereich ist nun festgelegt und kann bei Bedarf auch wieder gelöscht werden. Um sich die Analyse anzuschauen, drücken Sie den Analyse-Button. In der Kurzanalyse wird Ihnen von jedem Messpunkt der minimale, mittel- und maximale Wert angezeigt. Für eine ausführliche Analyse über einen längeren Zeitraum gehen Sie über die Zurück-Taste in die Einstellung der Graphen. Dort befindet sich der Menüpunkt Loggen. Schließen Sie einen USB-Stick am USB-Port an. Die Meldung, die erscheint, kann ruhig abgebrochen werden. Drücken Sie auf das Eingabefeld, um den Intervall einzugeben. Hier ist es möglich, von 200 Millisekunden bis 60.000 Millisekunden den Wert auszuwählen. Je kleiner die Zahl, desto mehr Messwerte werden geschrieben. Bestätigen Sie mit OK. Nun haben Sie die Möglichkeiten, die Daten mitzuschreiben. Drücken Sie hierfür auf Start. Oben in der Infozeile wird ein Speichersymbol angezeigt. Solange Sie oben das Speichersymbol sehen, werden die Daten auch mitgeschrieben. Möchten Sie das Speichern der Daten beenden, drücken Sie einfach auf Stopp. Nun ist es wichtig, dass Sie das Speichermedium auswerfen, ansonsten könnten alle Messdaten verloren gehen. Um die gespeicherten Daten auszuwerten, beenden Sie das Datenloggen und werfen Sie den USB-Stick aus. Dann laden Sie die Daten auf dem USB-Stick ein. Und zwar befindet sich eine Datei, die mit Hotset anfängt, dann kommt das Datum und dann die Uhrzeit, an dem das Datenloggen gespeichert wurde. Machen Sie einfach einen Doppelklick und öffnen Sie die Datei. Diese Datei sieht nun wie folgt aus. In der ersten Spalte sehen Sie das Datum und die Uhrzeit. Darauf folgen die ganzen Messwerte T1, T2, P1, P2 und Q. Danach kommt der digitale Eingang. Wenn Sie zum Beispiel eine Spritzgießmaschine an unser D-System angeschlossen haben, können Sie jeden Spritzgießvorgang hiermit synchronisieren. Bei der Synchronisierung mit einer Spritzgießmaschine wird bei jedem Zyklus hier eine 1 gekennzeichnet. Sollte eine Störung oder eine Prozessstörmeldung vorliegen, würde die ebenfalls mit aufgeführt.
In diesem Beispiel wurde ein Werkzeugkreis mit unserem D-System verbunden und über einen Spritzgießzyklus mitgelockt. Hier unten sieht man die Synchronisierung des Zyklus mit dem D-System über den digitalen Eingang. In der Rücklauftemperatur erkennt man den Eintrag der Formteilenergie, jedoch brach kurze Zeit später der Durchfluss ein. Im gleichen Moment stieg der Vorlaufdruck P1 an und P2 brach ein. Als wieder ein Durchfluss zustande kam, ergab die angestaute Energie im Werkzeug einen Temperaturpeak im Rücklauf. Die Ursache hierfür könnte zum Beispiel ein abgeknickter Schlauch auf einer Wendeplatte sein. Unter Informationen sehen Sie alle Details über das System und zum Beispiel die Kontaktadresse. Um das D-System auszuschalten, wählen Sie Herunterfahren. Dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was Sie mit dem neuen D-System machen können. Sie haben Fragen oder interessieren sich für das System? Das HotZ-Team steht für Sie bereit. Mein Name ist René Schlöter, Projektmanager bei HotZ. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.